spricht Teile seiner Sonate mit Urlauten. Meine Damen und Herren, was wir hier gerade gehört haben, war die Ursonate von Kurt Schwitters in einer Aufnahme aus dem Jahre 1932. Was hat Kurt Schwitters mit der Region zu tun? Warum hören Sie sich heute diesen Podcast an? Dieser Podcast ist die Pilotfolge für unsere neue Serie des Ostfriesischen Kunstkreises. Mein Name ist Walter Hus, ich bin im Nebenberuf der Vorsitzende des Kunstkreises und habe mir zum Ziel genommen, Themen aus der Region, mit der Region, für die Region rund um das Thema Kunst und Kultur hier im Podcast aufzubringen. Und da ist der Zufall uns, in die Hände gespielt, dass wir in der kommenden Woche in Wittmund eine Performance dieser Ursonate von Kurt Schwitters hören werden. Was die Hintergründe dafür sind, wie das dazu gekommen ist, welche Idee dahinter steckt, das wird uns Frau Petra Stegmann, die Leiterin der Kunsthalle in Wilhelmshaven, gleich erläutern. Herzlich willkommen, Frau Stegmann. Schön, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank. Ich freue mich über die Einladung. Und genauso erfreulich ist die Anwesenheit von Dr. Mense Schwitters, seines Zeichens Großneffe von Kurt Schwitters. Wenn man das so genealogisch so sagt, wir können das doch korrigieren, wenn sich das alles falsch heraus. Ja. Sie haben aber als Familienmitglied unmittelbare verwandtschaftliche Beziehungen zu Kurt Schwitters und sind als Sachkenner der familiären Verhältnisse und so weiter hier. Freut mich, dass Sie da sind, dass Sie die Einladung angenommen haben. Herzlich willkommen. Sehr gerne gekommen, ja. Ich werde mein Bestes geben. Frau Stegmann, ich weiß von Ihnen, dass der Kurt Schwitters Sie beruflich und privat schon einige Zeit nicht verfolgt, aber begleitet. Wie ist die Entstehungsgeschichte? Von Verfolgung kann keine Rede sein, sondern es ist eher eine Begleitung und ein zufälliges immer wieder auf Kurt Schwitters Treffen. Ich bin als gebürtige Bremerin in der Nähe von Hannover aufgewachsen und da bekommt man natürlich Kurt Schwitters schon in der Schule mit und an Anna Blume, der Märzbau und seine Märzbilder sind natürlich was einen von Anfang an begleitet. Und als Kunsthistorikerin habe ich mich viel mit Fluxus auseinandergesetzt. Das sind Künstler, die unter anderem durchaus auch von Kurt Schwitters mit beeinflusst worden sind. Und ich habe die Ursonate natürlich als ein bahnbrechendes Lautgedicht immer wieder gehört, gelesen, auch mal live miterlebt in der Nationalgalerie in Berlin vor ungefähr 20 Jahren. Gab es mal so eine ganz tolle Performance und das war einfach ganz spannend. Dann habe ich gemerkt, dass eigentlich an vielen Stationen, wo ich biografisch war, immer wieder auch Kurt Schwitters aufgetaucht ist und auch oft mit der Ursonate. Ich habe längere Zeit in Potsdam gelebt und habe irgendwann gelesen, dass die Ursonate, also eine erste größere Performance der Ursonate dort stattgefunden hat, im Parc Sanssouci, in einem Salon der Verlegerin Kiepenheuer. Und das hat mich damals fasziniert und damals kam auch so ein bisschen schon diese Idee, mal eine Ausstellung zu machen zur Ursonate und vor allem auch zur künstlerischen Rezeption der Ursonate. Also dazu, wie andere Künstler aus allen möglichen verschiedenen Bereichen die Ursonate immer wieder aufgegriffen haben. Als Popmusik, als Comic,
als Performance, als Tanz, als Soundcollage, als Bild, als alles Mögliche. Also das ist ein ganz großes Faszinosum. Dann habe ich eine Ausstellung mal in Norwegen kuratiert, bin dort auch wieder auf Schwitters gestoßen, der ja eine Zeit lang in Norwegen im Exil war. Und seit einigen Jahren schließlich bin ich privat relativ viel in Wittmund und sofort sehe ich den Kurt Schwitters Platz. Und mir war natürlich klar, dass Kurt Schwitters familiäre Wurzeln in Wittmund liegen, aber das war mir jetzt nicht die ganze Zeit so präsent, aber auch das war wieder so eine Wiederbegegnung. Und ich leite ja seit 3,5 Jahren die Kunsthalle Wilhelmshaven, das ist ja nicht allzu weit entfernt, und habe dann gedacht, das wäre eigentlich wahnsinnig spannend, jetzt dieses Projekt, was ich zur Ursonate schon seit langer, langer Zeit irgendwie mit mir rumtrage und bislang noch nicht verwirklichen konnte, das jetzt tatsächlich in Wilhelmshaven in der Kunsthalle durchzuführen und dann aber natürlich auch diesen regionalen Bezug zu nutzen und zu sagen, also jetzt muss die Ursonate wirklich auch in Wittmund auf dem Kurt-Schwitters-Platz erklingen. Und ich bin total froh, dass das jetzt in einer guten Woche der Fall sein wird. Und vorgetragen wird es von Jaap Blonk. Und Jaap Blonk ist wirklich sozusagen der Premium-Ursonaten-Interpret. Sicherlich einer der besten Interpreten, die man finden kann dafür. Das ist niederländischer Klangkünstler, der sich selber schon seit Jahren auch mit diesem Stück befasst, das auswendig kann und das mit einer wahnsinnigen Vehemenz und Kraft und Urgewalt tatsächlich vorträgt. Und was ich daran so toll finde, ist, dass Jaap Blonk das eben auf eine Weise auch vorträgt, wo man eben, es gibt manchmal so Künstler, die das so ein bisschen verharmlosen und verniedlichen und so als Ulk präsentieren. Und bei Jaap Blonk merkt man aber, da ist wirklich eine Urgewalt dahinter. Und das wird, glaube ich, eine ganz spannende Sache. Das auf jeden Fall. Herr Dr. Schwitters, Sie sind jetzt gewissermaßen der Repräsentant einerseits der Familie Schwitters natürlich, aber andererseits auch der Repräsentant der Region, aus der, indirekt Kurt Schwitters stammt. Könnten Sie uns kurz darüber aufklären, wie der Zusammenhang ist? Also Kurt Schwitters selbst stammt ja aus dem vergangenen Jahrhundert. Er ist 1887 geboren und er ist gestorben, als ich geboren wurde, im Jahre 1948. Und man könnte natürlich sagen, was hat den Hannoveraner Kurt Schwitters Wittmund interessiert oder was hat es ihn angegangen? Aber wir wissen, dass sein Vater, Eduard Hermann, noch in Wittmund geboren wurde und sein Großvater, ein Hermann Diederich Schwitters, als Schuhmachermeister hier in Wittmund gelebt hat. Zunächst in der Drostenstraße 7 und später dann in der Kirchstraße. Man weiß auch noch ganz genau, in welchem Haus das war. Das gibt es zwar jetzt nicht mehr, aber er lebte da mit seinem Bruder. Die hatten eine Schusterwerkstatt. Da gab es auch 3 angestellte Schuhmacher, die mit in diesem Haus wohnten. Das war früher so üblich. Und eine Hausangestellte, die ebenfalls unter diesem Dach wohnte. Ich glaube, die arbeiteten damals für Kost und Logis. Ein bisschen Taschengeld für den Jahrmarkt. Wissen Sie, ob Kurt Schwitters in seinem Lebensverlauf dann auch irgendwie Verbindungen nach Wittmund direkt hatte? War er da? Hat er seine Großeltern besucht? Wir können das nicht mit Sicherheit sagen. Wir haben keine Literaturstelle, ist uns bekannt, oder viele Leute haben sich darum gekümmert. Auch Gwendolyn Webster, das ist eine Engländerin, glaube ich, die sich mit der Biografie von Kurt Schwitters sehr intensiv befasst hat. Ich kann dazu nichts finden. Aber ich denke mir, wenn Vater hier geboren ist und der Großvater hier noch gelebt hat, ist es nicht ganz unwahrscheinlich, dass er Wittmund gekannt hat. Davon gehe ich fest aus. Welche Rolle spielte denn die Erinnerung an den berühmten Vorfahren in der Familie? Gibt es da so viele Geschichten, die erzählt werden? Ja, offen gestanden ist es ja so, dass Kurt Schwitters wie allen anderen Wittmundern in den Jahren 1950, 60, 70 gar kein Begriff war.
Ich wurde, als ich Abitur in Aurich gemacht habe, von meinem Kunstlehrer gefragt, ob ich mit dem verwandt sei, und habe dann felsenfest behauptet, ich sei es nicht. Weil wir überhaupt nicht wussten, dass es dann familiäre Beziehungen gab. Ja. Das ist erst später gekommen, als das Sprengelmuseum an uns herantrat und gefragt hat, ob wir irgendwie ihnen helfen könnten, die Genealogie, sagen wir mal, die Herkunft von Kurschwitters irgendwie genauer zu erforschen, und was sie dazu gefunden hatten und was wir dazu vielleicht noch wüssten. Und dann erst danach glaubten sich einige erinnern zu können aus unserer Familie, dass da doch mal so ein Ereignis war, dass Familienmitglieder, möglicherweise auch Onkel und Tanten von Kurt Schwitters, die es ja hier in Wittmund auch sicherlich gab, oder auch etwas entferntere Verwandte, dazu gehört also meine Familie und meine Vorfahren, mein Urgroßvater lebte zu dieser Zeit, dass die in den Jahren, wo es in Hannover im Kriege brenzlig wurde, wo die Werke von Kurt Schwitters hätten vernichtet werden können durch den Krieg, aufgefordert wurden, doch nach Hannover zu kommen, um einige Dinge in Sicherheit zu bringen, die in Hannover verblieben waren. Viele Dinge sind ja auch, soweit ich weiß, Frau Stegmann weiß das viel besser, nach Norwegen gebracht worden. Aber einige besonders Frühwerke von Kurt Schwitters sind in Hannover verblieben und ja auch leider dem Bombenangriff zum Opfer gefallen. Nun wird geulmt, dass diese Familienmitglieder nach Hannover gefahren seien, hätten sich dann die Werke angesehen und gesagt, das lohne den Transport nach Wittmund nicht. Zu meinem Bedauern, das hätte ihnen zur Zeit, wäre es ihnen richtig viel besser gegangen, glaube ich, Herr Rust, wenn die Bilder hier gelandet wären. Ja. Frau Stegmann, es gibt da ja ganz offensichtlich einen starken Kontrast zwischen der Wahrnehmung der Person und des Werkes von Kurt Schwitters in Deutschland, mal ganz zu schweigen jetzt von Wittmund, und dem, was in der Fachwelt in der Zwischenzeit passiert ist. Ja, das ist ganz spannend. Ich glaube, Kurt Schwitters ist das, was man so in Kunstkreisen auch so ein bisschen einen Artist nennt. Das heißt, das ist ein Künstler der Künstler. Das heißt, unter Künstlern und Künstlerinnen ist Kurt Schwitters wirklich ein absoluter Held. Das kann man gar nicht anders sagen. Und unglaublich viele Leute sind von Kurt Schwitters inspiriert. Das ist ja das, was wir in der Ausstellung auch zeigen in Wilhelmshaven. Und auch die Fachwelt ist begeistert von Kurt Schwitters aus ganz unterschiedlichen Gründen. Es gibt, also erstens ist Kurt Schwitters wirklich so eine Art Universalkünstler. Der hat sich ja nicht nur auf, also er hat auch ganz, eigentlich ganz herkömmlich ja auch gemalt und damit ja auch gerade in Kriegszeiten auch einen Teil seines Unterhalts dann im Exil bestritten, ne, mit Stillleben und Porträts hat er in Norwegen gemalt und auch in Großbritannien dann im Lake District. Er hat aber natürlich diese sogenannten Märzbilder erfunden, wenn man so sagen will. Es ist also auf jeden Fall jemand, der Collagen und Assemblagen praktisch geschaffen hat, auf eine Art, wie das vorher noch nicht entstanden ist. Er hat eben mit der Ursonate eben wirklich auch eine Lautpoesie geschaffen, auch in einer in einer Intensität und in einer Länge auch. Das ist immerhin ein Stück, was 35 Minuten dauert, die es auch bislang nicht gab. Hat natürlich immer auch andere Einflüsse aufgenommen, aber er hat da wirklich wahnsinnig Spannendes geschaffen. Hat auch als Dramatiker gearbeitet, in Hannover übrigens auch als Typograf, was ja auch ganz spannend ist. Also hat so auch die städtischen Drucksachen gestaltet. Das heißt, er hatte eigentlich seine Finger in unglaublich vielen kreativen Unternehmungen drin und hat sich selbst immer wieder weiterentwickelt und hat auch vor allem auch seine Arbeiten immer weiterentwickelt. Und da ist die Ursonate zusammen mit dem Märzbau hat er als eines seiner größten Werke, also er meinte, er hat eigentlich nur zwei
Werke in seinem Leben, die Ursonate und den Märzbau, und der Märzbau ist eben zerstört worden. Und die Ursonate ist aber eben ein Werk, was Bestand hat und woran er auch bis zuletzt immer wieder gearbeitet hat, dass er auch immer wieder neu bearbeitet hat, dass er versucht hat, in andere Sprachen zu transkribieren, dass er verfilmen wollte und so. Also das heißt, das ist so ein ganz produktives Werk, was sich sozusagen selber immer noch weiter fortgesetzt hat. Und ich denke, es ist halt so, dass letzten Endes ja auch wie mit Musik und Literatur ist es eben in der bildenden Kunst auch so, dass man, dass es viele Leute gibt, die einfach ja einen sehr begrenzten vielleicht da sehr begrenztes Interesse nur haben oder so. Und deshalb ist sicherlich Kurt Schwitt das nicht in aller Munde. Aber ich denke, gerade in Wittmund gibt es ja auch den Kurt Schwitters Platz und auch ein Erbe, was es vielleicht noch mehr zu entdecken gibt. Wie war denn Ihre Annäherung an den großen Verwandten? Als Sie als Abiturient haben Sie gesagt, ich kenne den Mann nicht, mit dem habe ich nichts zu tun. Das haben Sie dann irgendwann revidieren müssen. Ja. Und Sie haben sich, wenn ich recht informiert bin, ja über die Zeit auch dann intensiver mit ihm befasst. Sie haben ja eigene Recherchen angestellt, Sie haben auch einen eigenen Artikel über ihn geschrieben, sehr ausführlichen Artikel. Wie verlief denn Ihre Annäherung an diesen so vielseitigen Künstler? Ja, es dauerte sehr lange, bis ich das alles verstanden hatte, was für eine Persönlichkeit das ist und was für ein einflussreicher Künstler dieser Kurt Schwitters gewesen ist, habe ich am Anfang, selbst als meine Eltern sagten, da ist ein gewisser Kurt Schwitters in Hannover hochgelobt und die Hannoveraner lieben ihn und verehren ihn, da habe ich zunächst gedacht, na gut, das können die Hannoveraner ja machen, aber ich konnte nicht so sehr viel damit anfangen, bis ich nach und nach verstanden habe, auch wie viele bedeutende Künstler in der zweiten Hälfte auch des Jahrhunderts dieser Mann Einfluss hatte und was das für ein Charakter ist. Und dann habe ich zunehmend mehr eigentlich auch versucht zu verstehen, was in dessen Kopf hätte vorgehen können. Und ich habe auch immer gedacht, ich möchte mir diese Person vorstellen. Wie hat er gesprochen? Wie groß war der eigentlich? Ich weiß gar nicht, ob man das groß weiß. Er war groß. Ja. Und dann habe ich unter meinen Verwandten so gesucht und habe gedacht, an wen erinnert er mich? An wer könnte das sein? Und da gibt es einen, der hier in der Drostenstraße gelebt hat, vielen Wittmundern wahrscheinlich noch bekannt, Konrad Schwitters. Conny. Und Conny war ja auch ein Vortragskünstler, der auf der Bühne stand und hier in der Laienbühne immer Hauptrollen gespielt hat, riesengroße Hände hatte, eine donnernde Stimme, wenn man in den Laden reinkam, und er trompetete förmlich, und viele Leute werden sich an ihn erinnern, ein umjubelter Laiendarsteller. Auch Mitglied im Kunstkreis übrigens. Ja, also das könnte ich mir vorstellen, das ist so in meiner Bilderung ist das Kurt Schwitters Äquivalent, drei Generationen später. Stimmt, Sie sagten ja, Sie legen in Ihrer Ausstellung verstärkt Wert auch auf die internationale Rezeption. Daraus schließe ich jetzt messerscharf, dass es einen Unterschied geben muss zwischen der nationalen Rezeption und der internationalen. Ist es ein qualitativer oder ein eher quantitativer Unterschied? Wie sieht man denn Kurt Schwitters vom Ausland her? Ach, das ist, also ich glaube, also gerade bei der Ursonate, das ist ja so ein Werk, was so universell ist, weil es ja eben eine Sonate in Urlauten ist, das heißt Urlaute, da müssen wir uns irgendwie oder können wir uns vorstellen, das sind vielleicht Laute, die vom Beginn der Welt entstanden sind. Und ich glaube,
also ich weiß es nicht, ich habe da jetzt, also ehrlich gesagt, über diese Frage jetzt international oder national habe ich gar nicht so nachgedacht, sondern das, was mir natürlich einfach aufgefallen ist, ist, dass einfach Künstler, wie zum Beispiel der wirklich auch weltbekannte Pop-Künstler Brian Eno, der zusammen mit David Bowie gearbeitet hat und Iggy Pop, hat halt in den 70er Jahren zum Beispiel Fragmente der Ursonate in seinen Pop-Song Kurt's Rejoinder mit eingesampelt. Und solche Sachen zeigen wir in der Ausstellung. Das heißt wirklich Leute, die von überall herkommen und eben einfach ein großes Interesse an avantgardistischer Kunst hatten. Und da ist natürlich Märzkunst und auch allgemeiner gesagt auch Dada, das Merz und Dada sind ja auf jeden Fall eng verwandt, einfach eine riesen Inspiration gewesen für Künstler und Künstlerinnen nach dem Zweiten Weltkrieg. Das ist halt irgendwann Ende der 50er Jahre so ein bisschen neu entdeckt worden und dann gab es ab den 60er Jahren unheimlich viele Künstler, die eben einfach Bezug genommen haben auf Schwitters. Das heißt, das Wichtige ist, er ist jetzt kein abgeschlossener Teil der Kunstgeschichte, nach dem Motto, hat stattgefunden, gut, dass wir ihn hatten und wir sind gehen dann jetzt weiter, sondern seine Wirkung lebt bis heute fort und man kann seine Spuren heute noch bei renommierten, bekannten Künstlern, und ich denke mal auch bei diversen Studenten und Studentinnen, auch nachvollziehen. Das heißt, ja. Schwitters lebt. Schwitters lebt absolut. Also Schwitters lebt und die Ursonate, also wer die Ursonate hört, der wird auch merken, dass auch diese Dichtung lebt. Und wir haben jetzt auch machen die Erfahrung in der Kunsthalle. Wir sind so frech, dass wir sozusagen die Ursonate auch außerhalb der Kunsthalle hören lassen. Das heißt, wir haben einen Lautsprecher vor die Tür gestellt und in der Adalbertstraße in Wilhelmshaven ertönt also Kurt Schwitters und wir merken ja, wie die Leute darauf reagieren. Dass wirklich auch Leute, die sonst, glaube ich, eher wenig mit Kunst zu tun haben, die stehen dann vor der Tür und hören das sich an und denken zuerst so, was ist das, was passiert mir da gerade? Aber die gehen nicht schnell weg, sondern die bleiben stehen und viele Kinder kommen auch rein und finden das spannend oder fragen, was ist denn das? Und und dann haben wir auch, wir haben ja relativ viele Schüler auch zu Gast und da haben wir dann eben auch gesagt, so, also wenn ihr jetzt keine Collage machen wollt oder so, dann sprecht doch mal die Ursonate nach und das ist eben wirklich was einfach, was dann schnell passiert und von daher, das ist wirklich eine Kunst, die ist zeitlos und die wird auch noch wir werden auch in 100 Jahren noch darüber sprechen. Nicht mehr wir hier, aber andere Menschen werden in 100 Jahren sprechen. Und wer weiß, vielleicht wird es auch in 100 Jahren mal jemand sagen, damals in Wilhelmshaven gab es schon mal eine kleine Ausstellung, wo man so die erste Hälfte der Rezeption irgendwie gezeigt hat. Und ich bin mir sicher, es werden weiter Werke entstehen. Und das Interessante ist, es gibt auch gerade so bei Rezeptionen, wenn man darüber spricht, gibt es sozusagen auch unterscheidet man eigentlich so die reine Reproduktion oder auch die produktive Rezeption. Und bei der Ursonate ist es eben so, dass wir in der Kunsthalle ganz viele Werke zeigen, wo man eben wirklich merkt, Künstler haben das aufgenommen, aber die plagiieren es nicht. Also es ist nicht einfach nur eine Wiederholung, sondern es wird ganz produktiv damit umgegangen und deshalb entstehen Comics, Popsongs, Malerei, Tonaufnahmen. Es gibt zum Beispiel mehrere Künstler, die auch wieder unabhängig voneinander angefangen haben, diese Urlaute in der Ursonate zu hören und zu sagen, das sind Vogellaute und die dann irgendwie Arbeiten gemacht haben, wo Vögel aufgenommen werden, von denen sie behaupten, unter anderem, dass das eben jetzt eine Interpretation der Ursonate von Vögeln ist. Da gibt es ein wunderbares Beispiel von dem Künstler Wolfgang Müller, der in den 90er Jahren nach Norwegen gefahren ist und den dortigen Märzbau da gefunden hat auf der Insel Jertøya bei Molde
und so ein bisschen schockiert war über den damals sehr schlechten Zustand, in dem sich da dieser kleine Märzbau befunden hat. Und der dann gesagt hat, Moment, ich höre hier Vögel und die singen doch die Ursonate. Und sich eben überlegt hat, dass Kurt Schwitters, der ja damals dort an seinem Märzbau gearbeitet hat, in den späten 30er Jahren sicherlich ununterbrochen die Ursonate rezitiert hat. Und dass die Stare als imitationsbegabte Vögel diese Ursonate dann gelernt haben und von Generation zu Generation weitergetragen haben an ihre Jungen. Und das Schöne, genau, und das Schöne daran ist, dass es tatsächlich zu einem Urheberrechtsstreit geführt hat, weil damals der Verlag gesagt hat, also Wolfgang Müller hat dann eben die Stare aufgenommen. Unter uns gesagt, natürlich hat er das behauptet, dass die Ursonate singen. Also ob man das wirklich, ob man da jetzt Fragmente der Ursonate im Vogelgesang hören kann, das ist wirklich umstritten. Auf jeden Fall hat der damalige Verlag... Aber Schwitters inspiriert ihn bis heute. Inspiriert bis heute. Und der Verlag, der damals noch die Urheberrechte hatte für die Ursonate, hat dann an Wolfgang Müller geschrieben und gesagt, sie möchten jetzt aber, sie hätten gehört, er hätte mit Vögeln die Ursonate einstudiert und wo er denn die Erlaubnis her hätte und wie er denn die Urheberrechte sozusagen abgelten möchte. Also das heißt, es gibt sehr viele skurrile Geschichten um dieses Werk. Darf ich dazwischen fragen? Ich wollte, also Comedy ist das nicht, würde man heute nicht sagen. Ne? Das ist Konzeptkunst. Ich denke so, ob Kurt Schwitters hätte ähnlich populär werden können, wenn ihm der Krieg nicht dazwischen gekommen wäre, wie Otto zum Beispiel heute. Ja, das ist bei Schwitters, finde ich, ganz spannend, weil man sieht natürlich, dass der also auf jeden Fall irgendwo den Schalk im Nacken hatte, ganz bestimmt, und auch vieles sehr auch humoristisch ist. Aber der hatte noch mehr als das. Also nichts gegen Otto. Otto ist großartig. Damit bin ich als Kind noch mehr aufgewachsen als mit Kurt Schwitters. Ich konnte ganze Otto-Langspielplatten auswendig. Es ist eben nicht nur dieses Absurde und so, sondern es ist eben einfach noch mehr da drin. Also es ist mehr als Blödsinn sozusagen. Aber es ist auch ein bisschen Blödsinn mit dabei. Auf jeden Fall. Blödsinn muss ja nicht blöd sein. Nee. Sie sind ja mit Ihrem Sohn auf den Spuren von Kurt Schwitters unterwegs gewesen und waren im Lake District. Ihr Sohn ist ja nun logischerweise eine andere Generation. Wie hat der irgendwelche eine Beziehung zu seinem Vorfahren entdeckt? Ist die anders als Ihre eigene? Grenzt sich das ab oder ist das eine gleiche Aufnahme der Kunst? Ja, also ich muss sagen, das, was ihn interessierte, weshalb er überhaupt teilgenommen hat an dieser Exkursion in den Lake District, waren schon diese familiären Zusammenhänge. Ja. Er wollte einfach auch mal mehr über diese Geschichte der Zeit, die Kurt Schwitters in Nordengland verbracht hat, erfahren und wollte das mal leibhaftig erleben. Wir wollten auch mal sehen, wie der dritte Märzbau, glaube ich, in Langdale aussieht oder welche Umstände man da findet. Und wir waren sehr überrascht, dass das eine so mit festem Lehm gestampfte Steinhütte lediglich ist, mit einem bemoosten Dach und die feucht ist von innen. Ist wenig spektakulär, kann man sagen. Und dann erfuhren wir dort, das wusste ich nicht, dass dieser Märzbau ist ja unvollendet geblieben, aber eine Wand hatte Kurt Schwitters noch gestalten können. Und die ist mit großem Aufwand dann von diesem kleinen Dorf, Ambleside oder Langdale, im Lake District an die andere Seite von England nach Newcastle, also an die Ostseite, über 300 Kilometer verfrachtet worden mit dem Tieflader und ist dort in einer sehr berühmten alten Galerie, der Hatton Galerie, abgeladen worden, kann man sagen, und hat dort einen ganz herausragenden, hervorgehobenen Platz bekommen. Der Künstler wird also auch in England
hochverehrt, hochgeschätzt, weil er sehr nicht billig gewesen ist, das Ganze. Er ist hoch wahrgenommen, aber ist doch sehr einsam dort gestorben, 1948, eigentlich nicht wahrgenommen. Auch in der Zeit wurden, ich glaube, ein ganz berühmtes Buch über Kunst ist dort entstanden, helfen Sie mir bitte, Gombrich heißt der, Professor Gombrich. Ernst Gombrich. Ja. Die Geschichte der Kunst. Ja, sowas. Ja. Und da hat er in einem Nachsatz geschrieben, dass es ihm eigentlich leid täte oder er es gar nicht verstünde, dass zu der Zeit, ungefähr 1950 ist das Buch erschienen, war ein Renner, also ein Bestseller über Jahre, dass zu dieser Zeit der bedeutende Künstler da bei ihm im Lake District wohnt und er hat davon nichts gewusst. Er hat es nicht wahrgenommen. Das ist, glaube ich, das Schicksal von Kurt Schwitters. Wie gesagt, bei Künstlern hoch wahrgenommen, aber nie populär. Also so. Ja, man muss, also Entschuldigung, wenn ich da kurz einhake, aber man muss natürlich auch sehen, dass, also wir sprechen jetzt über Kurt Schwitters so leicht und so, aber man muss sich einfach auch die Zeit klar machen. Also Kurt Schwitters hat in den 20er Jahren eine wahnsinnig produktive Zeit gehabt und ist natürlich in den 30er Jahren ein Opfer des Nationalsozialismus und der nationalsozialistischen Kulturpolitik geworden und galt als entartet. Er ist 37 nach Norwegen geflohen, zum Glück. Also man kann wirklich nur sagen, zum Glück, wer weiß, was noch passiert wäre mit ihm. Und hat dort eben auch völlig einsam und alleine gearbeitet. Und das, was er in den 20er Jahren hatte in Deutschland, diese unheimlichen Netzwerke, also wenn man sich seine Biografie anguckt, er war eigentlich ständig auf Achse, ständig unterwegs, hat sich mit ganz vielen Künstlern immer wieder an verschiedenen Orten getroffen. Es gab Dada-Touren nach Prag mit Raoul Hausmann und Hanna Höch und nach in die Niederlande. Und er war ja wahnsinnig. Und er war auch in den 20er Jahren durchaus auch bekannt, also durch, zum Beispiel auch durch dieses Gedicht an Anna Blume, was er ja auf Litfaßsäulen plakatiert hatte, was auch übrigens eine Unerhörtheit eigentlich ist, weil dieses Gedicht ja durchaus auch frivole Anklänge hat und also, ne, also das ist schon was die Leute halt damals sehr wahrgenommen haben. Und dann in den 30er Jahren hat er erst in Norwegen sehr einsam gearbeitet, dann ist er nach Schottland geflohen 1940, war dort auch, er war dann in einem Interniertenlager, er war eine Zeit lang in London, war dann schließlich einfach unter sehr prekären Umständen auch dann irgendwann im Lake District und hatte dort natürlich auch kaum Austausch, ne? Und hat dann eben, wie gesagt, auch gerade in den 30er Jahren in Norwegen schon und auch in England dann ja auch viele ganz, ganz figurative Dinge gemalt, Porträts, Stillleben und so einfach um sich auch vielleicht nicht nur, aber auch um sich zu finanzieren. Also das heißt, er hat wirklich was mitgemacht, was wir ja jetzt auch wieder in Europa, was viele Leute in Europa auch wieder erleben, die fliehen müssen. Und hat sich eben, hatte aber eigentlich dann auch nicht mehr die Kraft und auch nicht die Gesundheit, um sich wirklich noch richtig was aufzubauen. Also das heißt, das muss man, ja. Soweit ich gehört habe, hatte er Einladungen aus New York, dort zu arbeiten und dorthin zu ziehen. Das hat er aber wahrscheinlich aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr geschafft. Ich glaube, es gab immer wieder, also was ich so in den Korrespondenzen gelesen habe, aber ich bin da keine ganz große Spezialistin, war, dass es immer wieder dann doch auch, es gab dann mal Einladungen, es gab dann auch mal, glaube ich, ein Stipendium und so, ne? Aber ich denke auch, man muss sich immer irgendwie, also er ist Anfang 48 gestorben, also noch, ne, in den Nachwehen des Zweiten Weltkriegs, wo noch alles in Trümmern lag und er war ja nicht gesund, auch schon längere Zeit. Und das heißt, dass er da viele, ne,
Chancen, die er sicherlich gehabt hätte, wenn er älter geworden wäre, dann überhaupt nicht mehr ergreifen konnte. Also andere Dadaisten und so haben ja zum Teil sehr lange noch gelebt und haben dann irgendwie in den 60er Jahren noch die Neo-Avantgarde belehrt sozusagen. Raoul Hausmann und so hat dann noch allen Leuten gesagt, das ist Mist, was ihr macht oder wie auch immer. Oder manchmal haben sie auch zusammengearbeitet. Auch Marcel Duchamp ist viel älter geworden. Aber Kurt Schwitters ist eben einfach wirklich, er ist einfach relativ früh dann doch gestorben, ne, mit 60, glaube ich, bei 60. Ja. 60 ist er geworden, 60, ja. Genau. Was ja kein hohes kurz, Alter kurz ist. Kurz davor war, glaube ich, seine Frau verstorben. Mm, seine Mutter ist auch um diese Zeit herum gestorben. Der Vater war schon 31 gestorben. Mm. Ja, seine Frau ist ja noch während des Krieges gestorben und auch das ist natürlich ganz, ganz dramatisch, wenn man sich überlegt, auch die Familie war zerrissen, der Sohn war in Norwegen, er war in Norwegen, die Frau war in Hannover, um auch sicherlich die Wohnung und die Häuser weiter zu betreuen und so. Also also so diese Tragik dieses Schicksals, die muss man sich auch ab und zu auch irgendwie bewusst machen. Aber ich denke, das gehört ja wohl auch zur Aktualität von Kurt Schwitters, weil er in gewisser Weise auch ein exemplarisches Schicksal erlitten hat. Auf der einen Seite in den 20er Jahren Teil der Avantgarde. Und ich denke, was in den 20er Jahren in Deutschland künstlerisch, intellektuell passiert ist, ist außerordentlich von der Qualität her. Und vor allen Dingen historisch zwischen den Weltkriegen, dass so etwas dort möglich war, das erstaunt einen, denke ich mal, schon, wenn man das sich mal durchdenkt. Und das andere ist der Schicksal des Flüchtlings und dann, was Sie gerade beschrieben haben, mit seinem entsprechenden Lebensende. Das muss uns ja heute als Zeitgenossen eigentlich auch wieder anfassen, weil wir doch viele Parallelen, glaube ich, sehen. Er hat also intellektuell, denke ich mal, wirklich vieles geleistet in den 20er Jahren und hat dann aber den Preis für die Zeitenwende gezahlt und gehört sicherlich zu den tragischen Existenzen an der Stelle. Und ich denke, das ist eine Erfahrung, die wir als Zeitgenossen heute ja leider Gottes auch wieder mitmachen. Und was uns so wechselseitig, sowohl wenn wir auf Kurt Schwitters schauen, wie auch auf die Gegenwart eigentlich wach machen muss, um die Dinge anders einschätzen zu können, um beiden Seiten, unserer eigenen Gegenwart, aber auch Kurt Schwitters in seiner Zeit, gerecht zu werden. Was vielleicht irgendwie doch tröstlich ist in dem Zusammenhang, ist, dass Kurt Schwitters seinen eigenen Wert sehr gut gekannt hat und auch wusste, dass er was sehr, sehr Großes geleistet hat. Und das ist irgendwie was, also worüber ich mich ja sozusagen im Nachhinein auch freue, dass ich weiß, er wusste, er hat diesen Wert, er hat bis zuletzt gearbeitet daran. Es gibt ja auch Schicksale von Künstlern, die aufgehört haben zu arbeiten oder eben denen sozusagen diese ganze Zeit so sehr zugesetzt hat, dass sie vielleicht auch selber nicht mehr in ihr Werk vertraut haben. Oder Blockaden bekommen haben, wie auch immer, nicht mehr schreiben konnten. Und das ist eigentlich das, was bei Kurt Schwitters, also heute würde man sagen, dass er eine unglaubliche Resilienz gehabt hat. Was ich, wie gesagt, irgendwo tröstlich finde, dass er eben einfach diesen eigenen Wert gekannt hat und nicht aufgegeben hat und bis zuletzt immer wieder gearbeitet hat. Immer, also wirklich seine ganzen Märzbauten, der in Hannover ist zerbombt worden. Die in Norwegen gab es zwei so Märzstrukturen, die er verlassen hat. Und trotzdem hat er schon, nicht mehr gesundheitlich auf der Höhe in Großbritannien wieder einen angefangen und die Ursonate, wie gesagt, auch bis zum Schluss immer wieder daran gearbeitet, noch eine Verfilmung geplant und neue Projekte geplant und das ist eigentlich das, was einen irgendwie etwas trösten kann, wenn man sich diese einfach schwierigen und prekären Umstände anguckt. Entschuldigung, bitte. Vielleicht noch, fällt mir gerade ein, zu der Frage, wie ich denn jetzt mich angenähert habe. Ja. Ich darf nicht zu vergessen, dass natürlich meine Eltern in allererster Linie damit anfingen, sich um Kurt Schwitters zu kümmern und auch Ausstellungen hier
gemacht haben, sogar mal echte Originale hier in Wittmund ausgestellt haben, mit hohen Versicherungssummen und so weiter. Und wann war das? Das war um 1995, 96 rum. Ich glaube, wenn ich Sie da korrigieren darf, könnte auch 91 gewesen sein, weil nämlich der Kunstkreis involviert war. Berichtigen Sie mich gerne, ich weiß es nicht genau. Und was ich nur sagen wollte, ist, dass mein Vater Henry auch kommunalpolitisch sehr aktiv war und sich dafür eingesetzt hat, dass dieser Kurt-Schmitters-Platz Kurt-Schmitters-Platz heißt. Ja. Dem war es sehr viel früher als vielen anderen in Wittmund klar, um wen es sich da handelt und was für einen bedeutenden Künstler es sich da handelt. Und er konnte sich hier in seiner Kleinstadtumgebung nicht so recht durchsetzen mit diesem. Ihr Vater hat damals, das habe ich der Presse, der damaligen Presse entnommen, er hat versucht, ein Gegengewicht zur mehr folkloristischen Vermarktung in Ostfriesland aufzubauen, indem er gesagt hat, ich kümmere mich jetzt mal um das schwergewichtige künstlerische Element. Da war natürlich dann sein Verwandter ein Pfund. Und er hat da, glaube ich, auch eine sehr erfolgreiche Vortragsveranstaltung organisiert mit einem in der Region damals sehr bekannten Kunsthistoriker aus Leer, der also in einschlägigen regionalen Kreisen einen guten Namen hat, Holger Jörn, mittlerweile verstorben. Ihr Vater hat an der Stelle auch wirklich versucht, das Erbe schon zu früher Zeit sehr massiv hier auch zu platzieren. Das ist ihm ja ansatzweise auch gelungen. Klar, aber wir sehen ja, die Materie, Kurt Schmitters, ist ja nicht so ganz leicht zu durchdringen. Also man muss sich ja da sehr intensiv drauf einlassen und verstehen, wie es zusammenhängt, woher was kommt und so etwas. Also leichte Kost. Ja, und wenn die Kunstwelt schon 15 Jahre braucht, um ihn wieder zu entdecken, dann widmet sich ja ruhig 20 Jahre. Genau. Ja. Und ich glaube, ehrlich gesagt, wenn es jetzt hier nicht den Kurt Schmitters Platz gegeben hätte, wäre ich, glaube ich, nicht auf die Idee gekommen, hier die Ursonate nochmal nach Wittmund zu bringen. Was mich noch interessieren würde, ich glaube, wir sind schon fast über die Zeit. Ich habe schon Blick. Okay. Was ist denn mit Schwittersum, diesem Ort? Bei Dornum? Er hat nichts damit zu tun. Schwitters ist eine, wie nennt man das noch sprachwissenschaftlich gesehen, namensherkunftsartig, ist es eine Berufsbezeichnung. Ah, okay. Das ist der Schwitzer, der Schweizer. Das waren besonders in der Milchwirtschaft begabte Leute, die auch aus der Schweiz kamen, wahrscheinlich daher Schwitzer. Mhm. Und die hier in Ostfriesland, die Milchwirtschaft eingeführt hat oder bestimmte Modernisierung der Milchwirtschaft mitgebracht hatten. Und das war nachher eine Berufsbezeichnung der Schweizer. Das heißt, wir müssen in der Schweiz noch weitere Spuren suchen. Ja, unter Umständen. Das ist ja wirklich eine interessante Kombination. Ja. Aber was war noch gerade der Punkt? Das war jetzt ein kleiner Nebenzweig. Hatten wir nicht gerade noch eine andere Frage? Schwittersum, fällt mir noch eine andere Anekdote ein. Als Kurt Schwitters seinen 99. Geburtstag feierte mit den Künstlern aus Dangast, Butja Dava und so weiter, die kamen dann nach Schwittersum und haben ein Kurt Schwitters Happening veranstaltet. Mhm. Zu dem war ich auch eingeladen im Übrigen und Konrad im Übrigen auch. Aha. Wir waren eingeladen zu diesem Happening. Ja. Und zunächst, Schwittersum ist nicht mehr. Nein, das ist ein ganz tolles Dorf. Und nur wo wir uns trafen, sozusagen, das war sehr ländlich. Es gab da irgendwie eine Schwitterskarte oder irgendwie so. Mir der Klaus Groh gerade geschrieben. Ja, wir wurden dann eingeladen vom Bürgermeister in Dornum und haben dort in dem Rathaus einen Kaffee getrunken. Und es wurde eine quadratische Kurt Schwitters Torte serviert, die man schlecht anschneiden konnte, weil man hatte Lakritzschlangen dadurch gelegt, sodass das Messer immer hängen blieb. Es war eine einzige Matsche in Gelb, Grün und Leuchtfarben. Die Märztorte. Es gibt ja unterschiedlichste Spuren und
die Rezeption von Kurt Schwitters auch in der Region ganz offensichtlich war ja nie völlig bei Null. Das stimmt. Es war nur, sagen wir mal, unter dem Radar der Öffentlichkeit. Und deswegen, glaube ich, ist es sehr, sehr wichtig, dass wir jetzt an die Öffentlichkeit gehen, dass wir Kurt Schwitters auch wieder in das Licht der Öffentlichkeit holen. Es geht ja nicht darum, ihn zu einem Wittmunder Künstler zu machen. Das wäre sicherlich völlig vermessen und trifft weder den einen noch den anderen, richtig. Aber an ihm gewisse Dinge auch vielleicht zu lernen und zu erfahren und zu schauen, wie wichtig Kunst sein kann, auf welche Art von Anfragen Kunst eine Antwort sein kann oder bieten kann und was auch existenziell dabei herauskommt. Da ist er von seiner Lebensführung bestimmt ein wichtiges Beispiel, also über sein Werk hinaus. Andernfalls, oder wie würden Sie sagen, welchen Wert kann eine Performance auch hier in Wittmund haben? Sie sagten ja, wenn Sie es in der Albertstraße spielen, bleiben die Leute stehen und hören zu. Die rennen ja nicht schreiend weg, sondern die hören zu. Und die werden in Wittmund auch zuhören. Ja. Und also ich denke, dass was ganz spannend ist, dass vielleicht viele Leute, die sich noch nicht so richtig damit befasst haben und eben sich vielleicht auch nie gefragt haben, wer ist denn dieser Kurt Schwitters, nachdem der Kurt Schwittersplatz benannt wurde, werden danach zumindest eine gewisse Vorstellung davon haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass einige etwas irritiert sind. Aber auch da hoffen wir natürlich auf eine produktive Irritation, die eben einfach dazu führt, dass man nachfragt und sich darum kümmert. Und letzten Endes, ich meine, man kann doch wirklich einfach auch nur stolz sein, dass es diese Verbindung hier gibt in die Region, wirklich zu einem der wirklich größten Künstler des 20. Jahrhunderts, der auch im 21. Jahrhundert noch eine große Rolle spielt und auch in der Zukunft, von dem man immer wieder hören wird. Das heißt, es ist nicht das Ende, sondern das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Heute ist der Anfang. Genau, ja. Genau. Also von daher ist es, glaube ich, wirklich ein ganz wichtiger Meilenstein. Ja, also ich danke Ihnen beiden, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben und wir ausführlich, glaube ich, das Thema Kurt Schwitters und die Kunst des 20. Jahrhunderts und des 21. Jahrhunderts besprochen haben. Ich freue mich auch über die Aussicht, dass es dann weitergeht im Anschluss. Das heißt, ich hoffe, ich sehe Sie noch häufiger wieder und wir reden nochmal über neue Ideen, Projekte oder dergleichen, die direkt oder indirekt mit Kurt Schwitters zusammenhängen. Sehr gerne. Gerne dabei. Ja. Haben Sie vielen Dank, machen Sie es gut, kommen Sie gut nach Hause. Ja, danke.